Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Wir sind immer noch die Schotten und spielen als Robert der Erste hier um unser Leben mehr oder weniger. Ihr wisst ja, die aktuelle Situation eigentlich ganz gut. Mit 5 Städtchen sind wir auch, denke ich, nicht allzu weit hinten an gegen die KI. Die Afrikaner haben Krieg erklärt, beziehungsweise haben sie sich dem Stadtstaat-Notfall angeschlossen und sind deswegen automatisch in einen Krieg gegen uns eingetreten. Dieser Notfall dauert noch 5 Runden und ich denke oder ich hoffe, dass dann der Krieg mit den Afrikanern auch vorbei ist. Wobei ich natürlich auch überlegt habe, generell gegen die Afrikaner vorzugehen, denn, tja, was soll ich sagen? Wir haben ja hier schönes Stückchen Land und müssen eigentlich sowieso irgendwann hier unsere Städte ausbreiten. Also unsere eigenen Städte natürlich. Und von daher macht das schon Sinn, sich hier langsam mal in diese Richtung zu orientieren. Denn dort, auf der anderen Seite, liegt England, gegen die wir auch Krieg führen könnten. England scheint auch nicht besonders groß zu sein. Zumindest, was ich hier so sehe, das sind 2 Städtchen. Vielleicht da oben noch ein bisschen mehr. Das ist noch nicht so genau zu sehen. Müssen wir mal irgendwie hinkommen. Hat bisher nur noch nicht funktioniert. Und ja, aber hier die Afrikaner, wie gesagt, oder der Kongo, das liegt halt eben durchaus im Bereich des Machbaren. Leider keine strategischen Ressourcen, die wir unbedingt gebrauchen können. Sind eigentlich sogar überhaupt gar keine strategischen Ressourcen. Mit Ausnahme der Pferde hier oben ist das hier alles Luxusressource. Und deswegen schade, aber trotzdem gehört zu unserer Insel, also gehört es auch zu uns. So, jetzt mit der Galeere aber weiter hier. Wir werden jetzt einmal hier um diese Insel herumschippern. Dicht beieinander gelegene Granitspitzen, die Tigerzähnen gleichen, strecken sich auf dramatische Weise etwa 1 Kilometer in den Himmel. Ja, da haben wir Torre del Paine entdeckt, das Naturwunder. Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber naja. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie von gehört. Und auf jeden Fall ist es da. Und ja, auch diese Insel bietet sich vielleicht irgendwann für eine Besiedlung an. Da sind 2 Stadtstaaten drauf, von denen wir bisher wissen, die kann man ja auch integrieren, wie es so schön heißt. So, was machen wir jetzt mit dem Handwerker? Eine Aktion hat er noch übrig. Die Pferde haben wir bereits aufgenommen. Ich glaube, wir wollten hier ein Sägewerk errichten. Für mehr Produktion, das tun wir. Und dann geht's weiter mit der Galeere. Ah, da ist ein Dorf jetzt. Keine Speer. Das ist eigentlich eine schöne Insel. Gefällt mir soweit. Bin tatsächlich am Überlegen, ob wir dann Siedler rüberbringen irgendwie. Ah, wir haben ein neues Heureka. Und zwar das für den Metallguss durch die Anzahl an Armbrustschützen. Interessant. Wir haben nur 2 Armbrustschützen, aber das reicht offensichtlich für dieses Heureka. Ist doch schön. Der bleibt auch hier direkt in Dumfries stationiert. Ziel, ja, in jeder Stadt eine Fernkampfeinheit zu haben und im Umland der Stadt eine Nahkampfeinheit, damit wir gut gerüstet sind für Eventualitäten. Man kann dann, wenn Krieg einbricht, oder ausbricht, besser gesagt, kann man die Truppen verschieben. Aber man hat dann überall auf jeden Fall für Eventualitäten was stehen. So, was brauchen wir denn als nächstes in Dumfries? Eigentlich bräuchten wir noch einen Bogenschützen oder ja, hier Nahbrustschützen jetzt für Maskat. Die bauen den selber, dauert 14 Runden. Wenn wir den hier bauen, dauert sogar 16 Runden. Dann soll Maskat das mal selber machen. Die haben auch schon zur Hälfte investiert da. Die Punkte wären sonst verloren. Außerdem könnte Dumfries auch guten Lager bauen. Aber hier, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir unsere Forschung weiter vorantreiben. Wir haben bisher nur 1 Campusbezirk hier oben in Stirling. Und wo wir gerade im relativ sicheren Zustand sind, weil die Afrikaner keine große Bedrohung sind, bin ich doch der Meinung, vielleicht noch ein Campus. Wir haben hier ja auch
Ja, wir haben nur den Berg hier. Wir könnten es also an diesen Stellen, bringt jetzt nicht super viel Bonus, aber wir können halt Gebäude errichten, die noch mehr Boni dann bringen. Wie sieht's denn mit einer heiligen Stätte aus? Ähnlich mau. Nichtsdestotrotz, ich finde, Campus muss jetzt sein. Und wir bauen den einfach hier auf dem Wüstenfeld. Da fällt mir momentan kein besserer Verwendungszweck für ein. Wobei halt. Es gibt. Nee, wir machen das hier. Wir bauen das hier auf dem Wüstenfeld. Ein Campus. 16 Runden. Und ein Lager wird ja derzeit gebaut in Stirling. Das dauert noch 13 Runden. Das brauchen wir auch mal. Ah, schaut mal. Sie wollen schon Frieden. Und sie bieten sogar Geld. Und jetzt müssen wir uns das gut überlegen. Ich bin der Meinung, wir können es besser ablehnen und den Krieg weiterführen, denn sie haben den Krieg erklärt, wir sind nicht die Bösewichte, als ihn jetzt anzunehmen und später einen eigenen Krieg zu erklären. Von daher lehne ich ab. Tja, das ist tatsächlich sehr schade, aber wir haben nicht angefangen. Mein Guter, das hast du selbst getan. Jetzt musst du damit auch leben, mit diesen Konsequenzen. Was auch immer die sein mögen. Also, ja, es ist eine recht kleine Insel, wie es scheint. Wobei, ja, ein Stückchen kommt hier noch. Ja, durch den verbündeten Stadtstaat hier haben wir hier Einsicht und einiges aufgedeckt. Das ist interessant. Mhm, okay. Also diese Insel haben wir im Grunde schon erkundet. Müssen wir eigentlich gar nicht mehr drum fahren. Wir werden hier noch ein bisschen weiter gucken und dann fahren wir von der anderen Seite mal rum hier vorne an Genf vorbei, um den Rest aufzudecken. Ja gut, okay, also. Stadtstaat, Notfall, noch 2 Runden. Dann haben wir es überstanden. Ja, bezüglich des Krieges mit den Afrikanern müssten wir dann jetzt aber auch zusehen. Ja, die haben hier Stadtmauern. Das heißt, nicht einfach einzunehmen. Moment, die haben keine Stadtmauern. Hier sind Stadtmauern. Hier sieht man es an dem Symbol. Das sieht aus wie Stadtmauern, aber es sind keine. Also Mumbumbi könnten wir vielleicht leicht nehmen. Mbamba eventuell auch. Das ist aber ein bisschen. Also auch Mumbumbi ist mir eigentlich zu nah dran. Wenn, dann würde ich die Städte niederreißen und hier später eigene Kriterien der Besiedlung ansetzen. Außer vielleicht im Banza Kongo, die könnte man übernehmen, die müsste nur einen aussprechbaren Namen bekommen. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir bauen, wenn der Hafen fertig ist, mal eine Belagerungseinheit. Ein Katapult wäre gut. Und dann werden wir Mumbumbi oder Mbumbi übernehmen. Beziehungsweise ja, einnehmen und dann niederreißen. Das machen wir auf jeden Fall. Also, ich hoffe, dass die in den 9 Runden keine Stadtmauern bauen. Also 9 Runden plus Fertigstellung des Katapults. Obwohl, ohne Stadtmauern brauchen wir das Katapult ja eigentlich auch nicht. Ich glaube, wir müssen hier Wer wagt, gewinnt spielen und müssen das einfach mal ausprobieren. Halt. So, jetzt erst die Galeere. Könnte auch sein, dass die Insel hier beendet ist, wenn ich das gerade sehe. Ist vielleicht gar keine zusammenhängende Masse. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ein kleines Inselchen. So, jetzt aber hier. Streitwagen, den bewege ich jetzt doch auch sehr weit. Tatsächlich, das sind keine Stadtmauern. Gut für uns, schlecht für sie. Bogenschützen nehmen wir auch noch mit. Und den Krieger lassen wir da. Das müsste mit 4 Einheiten machbar sein. Wie gesagt, ohne Stadtmauern relativ einfach. Wir werden mit Armbrustschützen und Bogenschützen da einfach ordentlich Druck ausüben. Wir haben bei unserer Mission versagt. Und die nächste Auseinandersetzung mit diesem Feind wird noch schwerer.
Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal einfach wegsehen. Was? Stadt-Notfall abgeschlossen. Ich habe jetzt den Kommentar der Beraterin nicht ganz verstanden, denn wir sind ja siegreich. Aufgrund des Siegs des Ziels, Handelswege zur Stabilisation, zur Stadtstadt gewähren plus 2 und das Ziel erhält 1800 Gold pro Mitglied. Wow! Wir haben also hier wegen der Teilnahme vom Kongo 1800 Gold bekommen. Was den Käse angeht, nicht waren schlecht. Die Dichter zu allen Zeiten sehr schweigsam. Nicht schlecht. So, dann haben wir Drama und Dichtung abgeschlossen. Mal kurz schauen, was haben wir neu? 2 große Schriftstellerpunkte. Jetzt haben wir gerade so viel Geld. Ich würde gerne mal... Aber wir haben gar keine großen Prophetenpunkte. Ja, dann nicht. Sonst hätte ich das jetzt mal hier unten geändert. In der Joker-Politik hätte ich dann gerne... mal für großen Prophetenpunkte gesammelt. Das können wir aber derzeit nicht. Das könnten wir mal ersetzen. Plus 1 Produktion in allen Städten. Glauben und Gold in der Hauptstadt könnten wir vielleicht ersetzen. Durch dieses hier. Plus 2 Gold. Aber wir haben keine Handelswege. Macht von daher nicht wirklich Sinn. Also wir werden es so lassen. Ja, ist im Moment das Einzige, was ich wirklich sinnvoll einsetzen kann. Von daher machen wir das. Okay. So, 4 Zeitalterpunkte für die Beendigung des Stadtstaat-Notfalls. Wunderbar. Das ist gut. Und da ist der Händler fertig jetzt, der von Stirling nach Dumfries gefahren ist. Wir werden den jetzt nach Stirling verlegen. Moment. Moment, ist der in Stirling? Nee, wo ist er denn? Hier ist er, in Dumfries. Wie kann ich denn den Händler nochmal verlegen? Ein Moment. Hier, genau, in eine andere Stadt transferieren. Und wir schicken den nach Stirling. Und dann werden wir die Route nach Kallen bald eröffnen. So, hierhin. Dorthin. Und jetzt muss der außenrum fahren. Oh ne, den können wir durchziehen. Sehr schön. Und wenn der gleich durch ist, können wir den nachziehen. Und dann fängt der Angriff an. Notfall abgeschlossen. Notfall erfolgreich abgewehrt. 2 Handelsposten erstellt. Sehr schön. So, was gibt es jetzt für eine Ausrichtung? Theologie, Marinetradition, Geschichtsaufzeichnung und Feudalismus. Inspiration haben wir nur für den Feudalismus. Und das bringt uns hier auch mehr Nahrung für die Bauernhöfe. Außerdem gibt es dann den Bonus für angrenzende Bauernhöfe. Von daher würde ich sagen, nehmen wir das jetzt mal. Das ist auch in 18 Runden fertig. Theologie. Ja, natürlich auch nicht schlecht. Aber Feudalismus werden wir jetzt wählen. So, das verschwindet ja dann gleich in der nächsten Runde hoffentlich. Aber wir können ja nochmal angreifen. Sollen wir denn? Nee, wir schießen die Stadt erst sturmreif. Ja, da müssen wir warten. Moment, dann bewegen wir den jetzt vor. Gut, jetzt müssen wir warten. Und haben wir jetzt hier eine Insel? Oh, ja, es ist eine kleine Insel. Die hängen nicht zusammen. Haben wir was gelernt. Gut, jetzt greifen die natürlich an. War ja abzusehen. Wir nehmen den Frieden nicht an. So, und jetzt kommt der Händler zum Zug. Nach Roxburgh müssen wir natürlich auch noch. Ich nehme jetzt aber... Ich nehme jetzt erstmal Kallen. Transportiert leider auch den Protestantismus.
Da müssen wir später irgendwie noch entgegenwirken. Wir können ja mal schauen, bei den großen Persönlichkeiten, wann wir denn einen großen Propheten bekommen. Nein, ich glaube, dass ich... Oh nein, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir können keinen großen Propheten mehr verdienen. Oh nein. Es gibt keine Religion mehr zu gründen. Na, hervorragend. Es gibt keine Religion mehr zu gründen. Ich war nicht schnell genug. Das ärgert mich jetzt aber. Das ärgert mich jetzt. Da stelle ich mir die Frage, ob heilige Bezirke jetzt überhaupt noch irgendeinen Sinn machen. Denn große Propheten gibt es nicht mehr. Eine eigene Religion gründen können wir nicht mehr. Wozu sollen wir den Glauben erhöhen? Oh, ist das ärgerlich, wirklich. Haben wir eine Stadt da, die schon da? Hier ist Theologie. Ja, hier können wir keine religiösen Einheiten kaufen, oder? Nee, wir können ja... Es hätte ja sein können, dass wir jetzt halt für diese Religion, für den Protestantismus dann was bauen können, damit wir es wenigstens dann komplett auch ausbreiten können. Da würde ich halt das annehmen. Warum denn nicht, ja? Aber ich glaube, wir können das jetzt gar nicht mehr, oder? Oh, bitte, das schreibt mir mal in die Kommentare. Das ist ja wirklich... das ist jetzt doof, ganz ehrlich. Kann ich nicht anders sagen. Nein, die Stadt hat Stadtmauern gebaut. Aber wieso ist denn das jetzt... Müsste das dann nicht anders aussehen? Ich bin irgendwie irritiert. Jetzt kann die Stadt auf jeden Fall Fernkampfangriffe machen. Das heißt, sie müsste ja Stadtmauern haben. Es sieht aber aus wie vorher. Das ist jetzt blöd. Jetzt wird das Ganze nämlich schwieriger. Jetzt müsste man tatsächlich doch noch einen Katapult eigentlich herholen. Denn sonst kostet das ordentlich Einheiten. Also, es kann gut sein, dass ich die Einheiten wieder zurückziehe. Ich hätte jetzt erst... Ich wünschte, es würde nicht einfach immer irgendwo hinspringen. Ich weiß, dass man es ausschalten kann. Aber dann verpasst man ja auch was. Von daher ist man ja fast gezwungen, das so zu machen. So, dann werden wir jetzt noch einmal hier runterfahren. Das geht. Und hier noch ein bisschen aufklären. Und diese Stadt, nein, diese Insel, die finde ich eigentlich wirklich hübsch. Da ist zwar auch kein Eisen drauf, aber irgendwann ist Eisen auch aus der Mode, glaube ich. Dann zählen andere Dinge. Aber ich hätte wirklich gerne Eisen. So, die schicken wie heißt das hier, eine Delegation mit Onkom-Sporenkuchen. Zu den roten Onkom-Sporen gehört eine Ingwersoße. Die schwarzen sind auch ohne köstlich. Okay. Na, herzlich willkommen. Keine Ahnung, was sie uns da jetzt zu essen angeboten hat. Ja, wir werden uns zurückziehen. Das kriegen wir so nicht hin. Der kommt wahrscheinlich schon nicht mal mehr außerhalb der Reichweite. Was irgendwie auch ärgerlich ist. Doch, den können wir dahin ziehen, dann ist er sicher. Dann mache ich jetzt einfach spaßeshalber hier nochmal Angriff und guck mal, wie sich das auswirkt. Dass das immer gleich wegspringt. Also das war schon gar nicht schlecht. Ne? Ihr seht hier, so ein Armbrustschütze bewirkt doch deutlich mehr. Aber das wäre halt lächerlich wenig. Wir müssen mit dem Katapult wiederkommen. Lohnt sich nicht, so weiter zu verfahren. Von daher werden wir diese Einheiten gleich aufwecken. Wir werden hier noch ein bisschen plündern. Befindet sich zwischen dem Seemann und der Ewigkeit. Und
die Forschung für Schiffsbau ist abgeschlossen. Dann können wir jetzt die Galeere aufrüsten. Und als nächstes hier die Minen zu modernisieren. Das ist natürlich sehr schön, aber wir haben noch keine 3 Minen gebaut, weswegen wir das Heureka noch nicht haben. Aber das könnten wir ändern. Ich glaube, eine Mine bräuchten wir noch. Ich glaube, wir haben schon 2. Eine müssten wir noch. Da wir auch für nichts anderes einen Heureka haben, gehe ich jetzt auf Ausbildung. Wir haben leider keinen Handwerker mehr parat. Könnten in 4 Runden hier einen starten, aber dann würde ich lieber das Katapult nehmen. Wisst ihr was, dann müssen wir die Ausbildung jetzt ohne Heureka erforschen. Denn selbst wenn ich jetzt in der Stadt gleich einen Handwerker baue, ist der wahrscheinlich auch nicht schneller fertig, als die Erforschung so dauert. Macht also nicht wirklich Sinn. So, da würde ich jetzt gerne langfahren, kann ich aber nicht. Müssen wir hier warten oder kommen wir da rum? Nee, dann daneben nicht. Also wir kommen zurück mit Katapult. Puh, wieso greifen die uns denn an? Nein, Moment mal. Ist ja interessant. Wo war es? Hier. Wo gehören die denn zu? Springt das wieder weg? Meine Güte. Wo kommen die her? Genf. Warum habe ich denn mit Genf... Ein Moment. Stadt starten. Genf ist im Krieg. Ah, Moment. Das könnte sein. Genf. Suzerän ist der Afrikaner. Ja, alles klar. Dann haben wir die Begründung ja gefunden. Die können wir jetzt nicht direkt besiegen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schicke die zurück. Ja, wahrscheinlich komme ich da gar nicht rum. Nee, ich glaube nicht, dass ich da rumkomme. Aber ich würde die gerne aufrüsten. Jetzt erstmal zu einer Quadrireme. Und wir ziehen uns hier zurück. Wie gesagt, macht so keinen Sinn. Wo geht... was macht er denn? Au, 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 au. Stopp, stopp, stopp. Wir können Einheiten wassern jetzt. Das ist gut. Und die habe ich offensichtlich falsch geroutet. Aus irgendeinem Grund habe ich irgendwo geklickt. Wahrscheinlich, weil der einfach wieder weggesprungen ist, während ich mitten in der Bewegung war. Ja gut, ich werde versuchen, das ein bisschen besser zu beachten, dass ich erst eine Rundenfreigabe habe, bevor ich das mache. So, ich werde das aber trotzdem weiterhin ablehnen. Die sollen uns ruhig entgegenwerfen, was sie können. Wir werden uns vorbereiten und dann wiederkommen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Den stellen wir jetzt hier hin. Und die gehen wieder hier auf ihre alten Posten. So, kommen wir nicht durch. Bin ich ziemlich sicher. Nein, kommen wir nicht durch. Ich mache das jetzt so. Wir schicken die hierher. 15 Runden, mein Gott. In der Zeit können wir fast eine neue bauen. 14 Runden, wenn wir so fahren. Wenn das denn klappt hier. Ja, gleich werden wir auch nochmal beschossen. Einen hier, einen hier. Drei Runden ist das Lager fertig. Kann ruhig in dem Wald stehen bleiben. Wir haben so viel Geld. Ich glaube, ich mache die Aufwertung. Ich glaube, wir kriegen dann auch wieder volle Lebensenergie. Nee, kriegen wir nicht. Okay. Trotzdem macht er ja Sinn. Das war jetzt also nicht verschenkt. Und dann machen wir hier noch die Heilung und, tja, könnten den eigentlich auch noch aufwerten. Neubauen dauert halt auch so lang. Wir machen es bei Bedarf. Im Moment haben wir nicht den Bedarf. Jetzt müssen wir nur aufpassen, ob hier irgendwie Krieger plötzlich auftauchen. Dann stünde hier der
Bogenschütze oder der jetzt Armbrustschütze nicht so gut. Wir werden versuchen, ein Auge drauf zu haben. Oder wir ziehen ihn einfach noch einen nach rechts. Und gehen dann auf Heilung. Dann sind wir auf jeden Fall sicher, denn durch den Wald kostet Bewegungspunkt. Hier ist noch der Sumpf, also das ist... Dann können wir rechtzeitig handeln, wenn hier eine Einheit plötzlich auftaucht. Hier sind ja auch Hügel. So, was haben wir jetzt? In Kullen ist der Hafen fertig. Hier wollten wir jetzt ein Katapult bauen. Das machen wir auch. 14 Runden dauert's. Naja. Ich finde, das macht absolut Sinn. Städte einnehmen, sobald die Stadtmauern haben, ohne Belagerungsgerät, ist ziemlich unklug. Das haben wir auch schon an Maskat gesehen. Wir lehnen weiter ab. Das ist natürlich nervig, dass der jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich auf uns zukommt und Frieden schließen möchte. Aber nochmal, da bin ich wirklich... So, wir haben eine große Persönlichkeit. Und zwar... Was haben wir denn bekommen? Einen großen Wissenschaftler. Gewährt 150 Glauben, der Glaubensnachbarschaftsbonus. Dieses Heil, ja, das bringt uns gar nichts, ne? Was wollen wir jetzt mit dem Glauben noch anfangen? Das macht nicht wirklich Sinn. Hildegard von Bingen. Ich werde passen und auf den nächsten warten. Das bringt uns ja nichts mehr. Es sei denn, also bitte, schreibt es mir in die Kommentare, das mit dem Glauben... Wir haben halt verpasst, eine eigene Religion zu gründen. Es gibt keine großen Propheten mehr. Was kann ich jetzt noch tun? Was sollte ich jetzt noch tun? Bitte um eure Infos, um eure Ratschläge. So, was wir jetzt in Stirling auf jeden Fall bauen. Wie lange dauert denn hier ein Katapult? Nur 10 Runden. Lagertraining. Ah, hier wandeln wir halt Gold... Moment, bezirksbezogenes Projekt, das in jeder Runde Gold und nach Vollendung große Generalpunkte bringt. Okay. Interessant, dauert 13 Runden. Dann gibt es hier noch das Heilige Städtengebiet. Das ist halt für jeden Bezirk ein eigenes Projekt. Da machen wir momentan aber nichts. Ein Rambock für die Belagerung auch nicht so verkehrt, aber Katapult reicht mir. Wie sieht es denn hier generell aus in dieser Stadt? Wir haben auf jeden Fall genug Annehmlichkeiten, aber nicht genug Wohnraum. Wir könnten hier also ein Aquädukt bauen für mehr Wohnraum. Wir haben eine Süßwasserquelle hier. Drei Nahrung. Aber Moment mal bitte. Muss ich nochmal zurückgehen. Wie war das nochmal mit dem Aquädukt? Ein Bezirk, der eure Stadt mit Süßwasser von einem angrenzenden Fluss versorgt. Also wir haben ja eine Süßwasserquelle. Städte, die noch keine Süßwasserquelle erhalten, bis zu 6 Wohnraum. Städte, die bereits über eine Süßwasserquelle verfügen, erhalten stattdessen plus 2 Wohnraum. Und muss angrenzend ans Stadtzentrum gebaut werden. Und darum geht es auch nur hier. Denn diese Felder hier neben dem Fluss sind schon belegt. Nee. Den Wohnraum würde ich gerne anders erhöhen. Muss mal schauen, welches Bauwerk hier die entsprechenden... Da, durch die Kaserne hätten wir noch mehr Wohnraum und durch die Stallungen auch. Das macht für mich im Moment fast mehr Sinn. Ich würde gerne die Bibliothek bauen, aber die Kaserne macht jetzt im Moment... denke ich, einfach mehr Sinn. Uns fehlt ja auch nur ein Wohnraum. Von daher... Moment, wir haben Gesamtwohnraum von 10 für 9 Bürger. Also wir sind eigentlich... Bevölkerungswachstumsrate gesenkt. Haben wir noch einen Wohnraum frei. Aber dadurch, dass nur noch einer frei ist, ist die Wachstumsrate schon gesenkt. Wenn wir jetzt auf 11 Wohnraum gehen, dann ist dieser Malus wieder weg. Dann wächst die Stadt wieder schneller, ja.
Ja, ich denke, komm, wir bleiben jetzt bei der Kaserne. Das ist eh gut, wenn wir dann Einheiten bauen. Dann kriegen die auch gleich noch Erfahrung. Macht auf jeden Fall Sinn. Chandragupta schickt uns eine Delegation. Trinkt so viel gewürzte Buttermilch, wie ihr mögt. Wir können gern mehr schicken. Ja, eure Delegation ist uns willkommen. Wir sind ja prinzipiell freundlich eingestellt. Also jetzt außer natürlich gegenüber dem Kongo und den Engländern. Das sind halt nahe Nachbarn. Ne? Und das können wir natürlich nicht. Die werden sich ja auch noch weitere Felder sichern. Bald. Deswegen kann es hier nur Krieg geben, aber das ist ja eh schon abgemachte Sache. Ja, mehr Wohnraum benötigt Stirling. Da sind wir dran. Können dann ja theoretisch auch noch die Stallungen bauen. Nein, danke, kein Frieden. Okay, aber ich würde sagen, ist auch ein guter Zeitpunkt, die Runde zu beenden. Ja, Maskat hat auch endlich den Armbrustschützen fertig. Dann gehen wir ja mit diesem kleinen Erfolgserlebnis noch aus dieser Folge raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Dr. Wolfsherz. Schönen Tag noch. Tschüss.